Leseflauten. Wir alle kennen sie, wir alle haben sie, wir alle haben sie vielleicht auch schon mal durchstanden. Sie sind blöd, sie sind hinterhältig, sie sind fies und gemein, aber wir schaffen es auch irgendwie immer wieder, sie zu überwinden. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video soll es um Leseflauten gehen. Ja, wie ich eben schon meinte, wir alle kennen sie. Ich hatte in meinem Leben auch schon mehrere davon und es ist wie so eine Krankheit. Man denkt sich irgendwie, wie schön wäre es jetzt, wenn ich wieder richtig lesen könnte, wenn mich irgendwie ein Buch wieder begeistern könnte. Aber irgendwie ist es gerade einfach die falsche Zeit, beziehungsweise ganz oft kommt das ja auch, wenn man irgendwie mehrmals hintereinander relativ schlechte Bücher gelesen hat, dann verlässt dann einfach so die Lust am Lesen und man wird so träge und faul und macht sich dann lieber Netflix an oder keine Ahnung, prokrastiniert irgendwie anders. Ich kenne das auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich hatte auch schon einige Leseflauten in meinem Leben, die zum Glück aber nicht allzu lange hielten. Also ich habe die dann auch relativ gut wieder bezwungen. Ja, aber Leseflauten sind normal. Die kommen selbst bei ganz, ganz passionierten Lesern immer mal wieder vor. Das ist halt einfach so. Es sind halt irgendwie manchmal ein paar Umstände, die so zusammentreffen. Aber gute Nachrichten. Es gibt wirklich Wege und Möglichkeiten, aus der Leseflaute rauszukommen. Und ich möchte euch gerne in diesem Video einfach mal meine 5 oder 6 persönlichen Tipps mitteilen, wie ich es bisher immer geschafft habe, aus einer Leseflaute rauszukommen. Hoffe natürlich, die gefallen euch, die Tipps, oder die helfen euch weiter. Schreibt mir das dann gerne mal in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Der erste Tipp, der auch gleichzeitig so eine Garantie ist dafür, dass es wieder bergauf gehen wird, ist meiner Meinung nach einfach ein Buch zu lesen, euch ein Buch zu schnappen, bei welchem ihr euch sicher sein könnt, okay, das wird mich begeistern, darauf habe ich richtig Lust und ich weiß auch, dass es gut ist. Das ist ganz oft so irgendwie bei mir zum Beispiel bei älteren Büchern, die ich gelesen habe und damals irgendwie vor 2, 3 Jahren total geliebt habe, wo ich auch weiß, okay, die Geschichte, ja, ist was für mich, die hat mir sehr gut gefallen. Ganz oft halt einfach so diese klassischen Lieblingsbücher, die man auch einfach immer wieder lesen kann und die einem immer wieder aufs Neue irgendwie begeistern. Schnappt euch einfach so ein Buch und lest es. Das heißt, wenn ihr schon richtig fies in der Leseflaute steckt, dann ist das einfach so die beste Möglichkeit, um euch wieder selbst so ein bisschen hochzuziehen. Also schnappt euch einfach wirklich euer Lieblingsbuch oder wirklich irgendein Buch, wo ihr einfach wisst, das hat euch gefallen damals. Vielleicht auch eins, was gar nicht mal so dick ist, so 200, 300 Seiten, wo man auch gut und schnell vorankommt. Und ihr werdet sehen, dass es euch danach besser gehen wird. Also bei mir ist das wirklich so ein Tipp, der einfach immer hilft, auch wenn man sich wirklich gut verlassen kann. Und deshalb ist das hier mein Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, der wirklich bei mir auch immer sehr, sehr gut hilft, ist ganz allgemein BookTube schauen. Ich gucke mir dann sehr, sehr gerne einfach irgendwie Lesemonate an von meinen Lieblings-Booktubern, Lesemonate, Neuzugänge, auch vielleicht Bookshelf-Touren. Und wenn ich diese Videos sehe, dann kriege ich irgendwie automatisch einfach wieder Lust zu lesen. Also wenn ich gerade irgendwie in so einem Stadium bin, wo ich mir so denke, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf Bücher, auf kein einziges, dann setze ich mich meistens einfach wirklich hin, schaue BookTube, schaue irgendein Video, was mich gerade reizt, was mich interessiert und sehe einfach diese ganzen Bücher, sehe, wie andere über gewisse Bücher schwärmen, wie es ihnen gefallen hat. Und dann kommt diese Lust einfach auch wieder hier, ganz, ganz automatisch zurück. Und ich kriege so, so Bock, dann diese Bücher eben genauso zu lesen und dazu zu greifen, wenn die dann, also gut, es ist natürlich, wenn die dann schon in meinem Bücherregal sind, weil ich dann gleich dazu greifen kann. Sonst müsste ich natürlich, ja, nochmal in die Buchhandlung. Genau, also das hilft mir wirklich sehr, sehr gut, allgemein dieses BookTube-Schauen zu sehen, wie andere, ja, über Bücher reden, über ihre Lieblingsbücher und einfach davon schwärmen, einen so überzeugen, das hilft sehr, finde ich, irgendwie wieder so diese Leselust zu bekommen. Dann der dritte Tipp, der auch immer sehr, sehr gut mir persönlich hilft, ist Bücher mit anderen gemeinsam zu lesen, beziehungsweise sich mit anderen über Bücher auszutauschen. Ich hatte das jetzt neulich erst wieder, wo ich wirklich intensiv mit einer Freundin über Bücher geredet habe, die wir beide gelesen haben, die wir beide gut fanden und einfach nochmal so die Sicht von anderen zu hören und selbst darauf zu reagieren und zu antworten, das hilft irgendwie einfach, dass die Bücher auch wieder mehr in eurem Kopf sind, mehr in eurer Gegenwart, sag ich mal. Und ja, das hilft einfach auch wieder so ein bisschen so die Lust auf das Lesen anzukurbeln, würde ich sagen. Einfach mit anderen darüber zu reden, beziehungsweise auch Bücher gemeinsam mit anderen zu lesen. Das mache ich super gerne persönlich, habe ich auch schon sehr, sehr oft gemacht. Und das, für mich ist es immer so, dass ich Bücher sehr intensiver vielleicht auch wahrnehme. Also wenn ich mich wirklich sehr intensiv mit anderen darüber austausche, so okay, wie hast du das wahrgenommen, wie hast du diese Szene empfunden, dann ist es bei mir irgendwie automatisch so, dass ich das Buch wirklich sehr, sehr viel intensiver wahrnehme und danach auch irgendwie direkt Lust habe, weiterzulesen. Also sei es jetzt irgendwie ein anderer Teil der Reihe oder ein ganz anderes Buch.
feststeht, es ist einfach so, dass diese Leselust wieder da ist, dass ich wieder voll in dem Reading Game drin bin sozusagen und einfach Lust habe, Bücher zu lesen. Und also das hilft mir auch immer sehr, sehr gut. Das ist auch so ein Tipp, auf den man sich wirklich verlassen kann, wenn man gerade richtig mies in der Leseflaute steckt. Einfach mit anderen über Bücher reden, beziehungsweise Bücher noch besser vielleicht mit anderen zusammen zu lesen. Das hilft mir auch immer sehr, sehr gut. Dann, wenn ihr vielleicht gerade ein Buch lest, welches euch nicht so gefällt, wo ihr vielleicht so ja bei der Hälfte seid und einfach nicht wisst, okay, soll ich das beenden oder nicht? Eigentlich wollt ihr es beenden. Ja, ihr wollt auch kein Buch abbrechen, so ist es bei mir. Aber irgendwie, ach, keine Ahnung, es kann euch nicht so fesseln. Leute, brecht diese Bücher ab. Eure Lebenszeit ist wirklich viel zu kostbar dafür, dass ihr da euch noch mehrere hundert Seiten einfach durch dieses Buch durchquält und es euch einfach trotzdem nicht reizt. Ich meine, ich war früher auch so, dass ich mir so dachte, okay, aber was ist, vielleicht wird das Ende noch besser, vielleicht kann es einen dann wieder irgendwie flashen oder überraschen, vielleicht macht das Buch dann noch so eine 180-Grad-Wendung. Bei mir ist es so, oder ich denke mir jetzt mittlerweile so, ich habe so viele Bücher auf meinem Sub und wenn mir ein Buch wirklich bei der Hälfte immer noch nicht gefällt, dann ist es für mich auch so ein bisschen vergeudete Lebenszeit, da noch mehr Zeit zu investieren und mich noch mehr durchzuquälen, weil ihr es auch einfach nicht besser macht. Also dadurch wird die Leselust ja nicht angekurbelt, sondern ihr quält euch ja einfach immer noch weiter durch und das ist ja dann auch keine Lesefreude mehr. Also man soll ja zu einem Buch greifen und da wirklich Lust haben, das zu lesen. Und wenn das einfach nicht ist, dann weg damit und schnappt euch ein Buch aus eurem Bücherregal, welches vielleicht schon ein bisschen länger auf eurem Sub liegt und auf welches ihr wirklich Lust habt und dann verbringt eure Zeit lieber mit diesem Buch. Dann, was mich auch immer sehr, sehr gut wieder so ans Lesen bzw. an Bücher allgemein bringt, ist in Buchhandlungen stöbern. Es gibt ja allgemein, finde ich, nichts Schöneres, als in Buchhandlungen zu stöbern. Ich kann da wirklich Stunden verbringen. Ich kann mir sämtliche Klappentexte 5-mal durchlesen und es wird trotzdem nicht langweilig. Ich liebe so die Atmosphäre in Buchhandlungen und genieße es immer sehr, sehr gerne, da zu sein. Und deshalb packt euer Handy mal weg, geht in die Buchhandlung rein, geht auf Bücher zu, die euch so interessieren, die vielleicht was sein könnten. Lest euch Klappentext durch und wenn euch das Buch anspricht, nehmt es auch einfach mal mit und gebt dem Buch eine Chance und ergreift so quasi diese Möglichkeit direkt in dieser Situation. Also wenn euch das Buch da wirklich anspricht und dann vielleicht beginnt es auch direkt in diesem Moment. Ob es dann gut ist oder nicht, das wird sich zeigen. Das kann man natürlich nie genau vorher wissen. Aber ich finde, wenn man gerade in dem Moment Bock auf ein Buch hat, auf ein ganz bestimmtes, dann wieso nicht anfangen, das Buch zu lesen? Also, und genau. Also generell diese ganze Buchhandlungsatmosphäre ist einfach immer wieder schön, finde ich. Und das macht immer wieder Spaß. Und ich entdecke dort auch einfach immer sehr, sehr viele Bücher. Auch jetzt abseits des Mainstreams. Einfach, wenn ich mich mal wirklich hingebe und mich so ein bisschen reinstöber quasi in verschiedene Ecken oder Genres, dann finde ich da auch immer wieder Schätze, die mich total interessieren und ansprechen. Dann nehme ich die auch einfach mit, fangen die vielleicht auch schon bald an zu lesen. Wir ignorieren dann einfach mal diesen Sub von 120 Büchern, ist ganz egal. Und ja, entweder es gefällt mir oder es gefällt mir nicht, aber ich habe einfach wieder diese Leselust und das ist es ja, worum es hier geht und was wirklich zählt. Das waren jetzt meine 5 oder 6 Tipps, die mir wirklich immer helfen, wenn ich gerade mitten in einer Leseflaute bin, wenn ich gerade einfach überhaupt keine Lust habe, so ein Buch zu greifen, wenn ich mich gerade durch eins durchquäle, dann ja, gucke ich, dass ich einen oder mehrere dieser Tipps befolge und am besten natürlich alle zusammen. Und dann ist es eigentlich automatisch wieder so, dass meine Leselust nach einiger Zeit wieder da ist, dass ich mich wieder auf neue Bücher freue, dass ich wieder Lust habe, zu einem Buch zu greifen und genau, dass ich einfach wieder Lust auf das Lesen bekomme. Und ja, ich finde es auch nochmal ganz wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen, dass es natürlich hier kein Wettbewerb ist, wer die meisten Bücher liest und so. Es soll natürlich immer noch Spaß machen. Darum geht es ja wirklich, diese Lust oder diesen Spaß am Lesen wiederzubringen, wenn ihr gerade überhaupt gar keine Lust mehr habt und am liebsten irgendwie was anderes machen würdet. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob euch die Tipps vielleicht helfen können. Das sind jetzt nicht allzu neue Tipps, aber es sind halt Tipps, die mir wirklich zu 100% immer helfen. Und ja, vielleicht können sie euch auch helfen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare oder schreibt mir auch gerne, was ihr macht, wenn ihr mitten in der Leseflaute seid. Gerne in die Kommentare runter. Da freue ich mich natürlich auch und bin immer wieder froh, irgendwie da den einen oder anderen neuen Tipp zu entdecken. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Und ja, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder wann immer ihr das Video guckt. Macht's gut und ja, bis zum nächsten Video.